Tester ist es also, das erste Huawei Consumer Phone, das absolut im High-End-Smartphone-Bereich angesiedelt ist und in Europa trotzdem für einen Straßenpreis von 399, wie der CEO bei der Präsentation gesagt hat, Euro verkauft werden soll. Im Prinzip hat Huawei das Smartphone sicherlich nicht neu erfunden. Es ist ein Ding, das relativ schmal ist, 8 mm, Android-Lauf drauf, aber das Spannende ist, ich habe den Eindruck gehabt nach der Präsentation, dass alles, was andere machen, Huawei etwas besser hinkriegt. Das Telefon hat ein paar Details, die jetzt nicht unbedingt die großen, sensationellen technischen Neuigkeiten sind, die aber in der praktischen Nutzung sicherlich weit mehr bringen als Siri. Okay, ich bin kein Freund von Siri. Das eine, was man mal dazu sagen muss, ist, das Display hat den Vorteil, dass es sich auch mit ganz normalen Handschuhen im Winter bedienen lässt. Man muss also nicht die Handschuhe ausziehen oder eigene Handschuhe kaufen. Der Akku ist etwas stärker als der stärkste Akku bisher am Markt von einem High-End Android-Phone, das HTC Nexus One. Das Display ist mit 315 ppi aufgelöst, also kein Pixel mehr erkennbar. Es verbraucht etwas weniger Strom, es hat einen etwas größeren Akku, es ist das schnellste Smartphone bisher mit Quad-Core-Prozessor, das man kaufen kann oder das man ab dem zweiten Quartal kaufen können wird. Wie sich das Ding dann mit superschnellen LTE der vierten Generation, verschiedenen Themes und so weiter in der Praxis bewähren wird, werden wir dann sehen, wenn es eine Test-Hardware gibt. Vorerst mal zum ersten Eindruck, so schaut es aus von der Seite, von hinten, 13 Megapixel Kamera, dedizierter Auslöseknopf.